Letzte Woche habe ich die Bitte bekommen, zu diesem Thema Altersvorsorge für Selbstständige einen Videoclip zu machen. Und genau diese Inhalte, die relevant sind für dich und mich als Selbstständigen, werde ich heute mit dir teilen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen. Und das schon über viele Jahre. Und die Frage, die stellt sich natürlich irgendwann, wie sieht die Altersvorsorge aus, wie sieht meine Absicherung aus? Denn du und ich sind als Selbstständige, als Unternehmer nicht gezwungen, in die gesetzliche Rentenvorsorge, in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Wenn du dich entscheidest, eine zusätzliche Absicherung zu machen für deine Altersvorsorge, eine Lebensversicherung, eine Rürup, eine Riester-Rente, was auch immer, die dir angeboten wird, dann gibt es drei große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, dass du einfach belogen wurdest, denn meistens sagen die Berater, die Vertreter von entsprechenden Altersvorsorgemaßnahmen, dass du Gelder einbezahlst, damit wird gewirtschaftet und dann bekommst du Zinsen. Was aber nicht die ganze Wahrheit ist, denn die Wahrheit ist, dass von diesen Beiträgen, wenn du beispielsweise 100 oder 1000 Euro im Monat einzahlst, nicht alles verwendet wird zum Wirtschaften, zum Vorbereiten, zum Aufbau deiner Altersvorsorge. Es gibt sogar Lebensversicherer, die 40, 50 oder sogar 60% deiner eingezahlten Beiträge in Kosten, in Provisionen umwandeln. Und selbst wenn du deine Versicherung stilllegst, laufen die Kosten weiter. Das heißt, dein eingezahlter Beitrag, von dem sowieso nur noch die Hälfte da ist, der wird Zug um Zug geschmälert. Die zweite große Herausforderung ist, dass dir etwas verschwiegen wurde oder auch wird, nämlich der Paragraph 314 VAG. In diesem Paragraphen vom Versicherungsaufsichtsgesetz steht drin, und das solltest du dir auf jeden Fall durchlesen, dass jederzeit der Versicherung ein Auszahlungsverbot erteilt werden kann oder dass die Leistung herabgesetzt werden kann oder dass die Leistung reduziert werden, du es erstmal nicht ausgezahlt bekommst, aber trotzdem weiter einzahlen darfst. Und das wird den meisten nicht gesagt, dass du 60 wirst, dein Geld haben willst, aber du bekommst es nicht oder viel weniger. Oder die Versicherung ist pleite oder hat kaum noch Gewinne und Überschüsse, aber kann weiter veranlassen, dass du deine Beiträge bezahlst. Nun, wie findest du das? Das darfst du selbst entscheiden. Und die dritte Herausforderung ist, bei den klassischen Altersvorsorgeprodukten ist es falsch kalkuliert worden ist. Es wurde einfach kalkuliert, dass immer 4, 5, 6, 7, 8, 9% Zinsen bekommen werden, erwirtschaftet werden. Aber genau das ist nicht der Fall. Denn die Lebensversicherer, die sind sehr eng verknüpft mit Vater Staat. Das bedeutet, die Gelder, die du einbezahlst, die wir alle einbezahlt haben in Lebensversicherungen, die werden mit einem Minimum 40, 50, 60% an den Staat weitergeleitet. Und der Staat arbeitet damit. Und das Problem ist, dass durch die Senkung des Leitzinses natürlich auch immer weniger Zinsen bezahlt werden. Das bedeutet, die Zinserträge, die Versicherer irgendwann mal kalkuliert hatten vor 10, 20, 30 Jahren, die sind heute nicht mehr da. Klar machen die Versicherungskonzerne immer noch genügend Gewinne mit den anderen Geldern in anderen Bereichen. Aber unterm Strich haben die viele gute Gründe und diesen Paragraphen, um die Auszahlung deiner Gelder in 10, 20, 30 Jahren zu reduzieren. Und die ersten Lebensversicherungen, nun, die gehen nicht nur schon fast pleite, also müssen unterstützt werden, sondern immer mehr Lebensversicherer verkaufen diese Altlasten, diese Policen ins Ausland. Und zwar nicht nur ins europäische Ausland, sondern vielleicht auch nach China. Irgendwann kriegst du einen Brief und dann liegt in China, in Hongkong oder in irgendeinem anderen Kontinent deine Police. Und wenn du das Geld, was du eingezahlt hast, wovon du vielleicht gerade mal deine eingezahlten Beiträge oder sogar weniger zurückhaben willst, dann darfst du in diesen Ländern klagen. Zusammengefasst sind die meisten Altersvorsorge nicht nur schlechte Produkte, weil sie viele versteckte Kosten haben und weil sie die Unsicherheiten der Zukunft gar nicht voraussehen können, aber der Gesetzgeber Rechtslücken geschafft hat, jederzeit die Leistungen entweder auszusetzen oder zu reduzieren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die hohen Gewinnversprechen, die dir gemacht worden sind, gar nicht eintreten werden. Wenn du Glück hast, kriegst du deine eingezahlten Beiträge zurück, aber selbst das wird immer unwahrscheinlicher. Die große Frage ist also, was sind Alternativen? Denn selbst wenn du später eine dauerhafte Rente, eine ewige Rente bekommst, dann kann es sogar sein, dass die dann noch angerechnet wird auf andere Versorgungseinrichtungen, sodass du unterm Strich genauso viel Geld hast, wie jemand, der in Zukunft zum Sozialamt oder zum Arbeitsamt, zum Jobcenter geht bzw. Grundsicherungen beantragt. Zum Schluss nun ein paar Lösungen, was du nun wirklich tun kannst als Unternehmer. Und das erste ist natürlich, dass du dein Unternehmen gründest und aufbaust und von Anfang an auch darauf achtest, dass du ein Unternehmen konstruierst und entwickeln lässt, was du später verkaufen kannst.
Das bedeutet eine ganz andere Strategie, als nur einfach selbstständig zu sein und seine Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern hier liegt der Fokus drauf, etwas zu erschaffen, was ohne dich auskommt. Denn deine Firma wird erst wertvoll, wenn sie unabhängig von dir funktioniert. Das bedeutet, dass du nicht nur ein Unternehmen schaffst, um jetzt und heute zu überleben, sondern dass du in der Zukunft entweder immer noch Anteile hältst und dadurch deine Altersvorsorge generierst oder das Unternehmen lukrativ verkaufst und von dem Erlös dann deine Altersvorsorge aufstellst. Die zweite und häufige Möglichkeit, die auch jeder machen kann, ist es, Immobilien zu erwerben oder zu konstruieren. Wenn du dann Wohneinheiten oder Hauseinheiten oder Garagen oder Gewerbeflächen hast, völlig egal was es ist, dann kannst du die vermieten. Und die Mieten sind meistens an guten Standorten relativ sicher. Sicherer als fast alle anderen Geldanlagen. Und auch dadurch kannst du dir mit 3, 4, 5, 6, 7 Wohnungen deine Altersvorsorge Schritt für Schritt sicher aufbauen. Die dritte Möglichkeit kannst du auch nutzen, entweder weil du sagst, du bist nicht so der Unternehmertyp oder du sagst, du möchtest das Risiko einfach streuen. Das Prinzip dahinter lautet nämlich Diversifikation, das heißt Risikoteilung, also deine Gelder in viele Bereiche anlegen. Und die dritte Möglichkeit ist, sich zu beteiligen. Eine Möglichkeit der Beteiligung ist, dass du Aktien kaufst, entweder direkt von Unternehmen, dann solltest du die Unternehmen gut einschätzen lernen und auch die Firmenpolitik, oder indem du es über Fonds machst, wo Manager dann entscheiden, in welche Firmen investiert wird, von welchen Firmen Aktien gekauft werden. Die lukrativste, aber auch riskanteste Form ist, indem du dich echt an einer Neugründung, an einem Startup beteiligst oder über eine stille Gesellschaft dich mit Kapital beteiligst. Denn hättest du 50 oder 100.000 Euro damals investiert in Google oder in Facebook oder in Amazon oder Microsoft, nun, dann wären wahrscheinlich aus diesen 50 oder 10.000 Euro vielleicht 1 Million oder 1 Milliarde geworden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Totalverlustwahrscheinlichkeit hier am größten. Zusammengefasst, als Gründer, als Unternehmer, als Selbstständiger, wenn es um deine Altersvorsorge geht, dann vertraue diesen staatlichen Produkten zurzeit leider am wenigsten, weil der Staat sich auf Kosten auch von uns Bürgern zurzeit entschuldet oder zumindest günstiger neu verschuldet, indem er den Leitzins senkt. Deine Aufgabe ist also herauszufinden, wo du selbst Kontrolle übernehmen kannst. Und das kannst du am besten in deinem eigenen Unternehmen, in deinen eigenen Investitionen in Immobilien und in den Beteiligungen, wo du dir die Menschen sehr sorgfältig aussuchst, die die Firmen führen, an denen du dich beteiligst. Wenn du Unterstützung suchst bei der Gründung deines Unternehmens oder Umwandlung in ein wertvolles Unternehmen oder das schließlich später zu verkaufen, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenloses Erstgespräch. Wenn du allerdings auch Möglichkeiten suchst zu investieren, dann haben wir 3 bis 4 Mal im Jahr bei uns in Berlin auch eine Art Höhle der Löwen, das nennt sich dann Centurio Arena. Dort kannst du dich bewerben als Investor und dann schauen, dass du dich beteiligst an sinnvollen Unternehmen, die dir zusagen und ein hohes lukratives Gewinnpotenzial versprechen. Gerne aber auch kannst du uns ansprechen, um dort selbst als Startup Gelder einzusammeln von den Menschen, die sich durch dich, durch dein Unternehmen eine Altersvorsorge aufbauen wollen als Win-Win-Deal. Gerne kannst du nun unseren Kanal abonnieren, uns weiterempfehlen oder jetzt deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise in die Zukunft. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.